Wir kommen zum nächsten Tropfen heute. Bisschen ungewöhnlich heute, das eben schon Lagerbier verkostet. Es folgt nochmal eins, aber die sind trotzdem noch sehr unterschiedlich. Das eine war ja noch mit speziellen Zutaten verbraut und ein helles. Jetzt haben wir ein dunkles Lager als nächstes. Und zwar gehen wir jetzt nach Bayern zu Kamba Bavaria. Aus Bayern mit dem Dark Side von denen. Es ist ein dunkles Lager. Eigentlich ein sehr klassischer deutscher Stil und auch gerade sehr bayerisch-klassischer Stil, was ja quasi das bayerische Urbier ist, so ein dunkles Lager. Und ja, jetzt hier eine Craft-Brauerei hat das hier mal quasi wiederbelebt irgendwo. Gießen wir das Ganze mal ein. Schön Mahagoni. Das Ganze. Ich kenne das jetzt auch schon, habe es auch schon probiert, aber wird es jetzt trotzdem mal hier erstmal in einem Video-Tasting verkostet. So, seht schön dunkle Röstmalze am Start. Aktuell ja so eher ungewöhnlich von Lager, aber wie gesagt, ist ja schon so wirklich ein Urstil. So, riechen wir mal dran. Das sind richtig schöne Schoko-Aromen. Also ich denke, dass da auch so ein bisschen so Schokomalze mit, was ja dann doch eher von dunkles Lager ungewöhnlich ist. Das wird ja eher bei Stouts und Portern verwendet. Ja, so Röstmalze, Schokomalze mit drin sind. Wir probieren. Ja, schön schokoladig, aber auch leicht, dann wie als Lager halt. Ja, ist tolles Bier. Also 6 Flaschen ausgewählt, weil ich schon hatte, weil ich weiß, es ist gut. Es ist halt ungewöhnlich. Also es ist sehr süffig. Durch Lager, weil es Lager ist halt. Kein Ale. Pardon. Aber dann halt die Malzigkeit dazu muss ein bisschen konterkariert. Ja, ist gut. Gefällt mir. Wunderbar. Schönes Bier.